Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute einen leckeren Zwetschgen-Dachi. Wir haben ja aktuell die Zwetschgen-Saison und da habe ich mir gedacht, müssen wir auf jeden Fall noch einen leckeren Kuchen backen. Und der Zwetschgen-Dachi geht wirklich immer. Das ist ein richtig leckerer Hefeteig, belegt mit Zwetschgen und darüber kommen leckere Zimtstreusel. Und der geht im Ofen so schön auf. Das ist ein richtig toller Hefeteig. Und dadurch, dass quasi noch so ein bisschen Pflaumensaft austritt, ist dieser Kuchen auch richtig schön saftig. Und das Rezept findet ihr schon seit mehreren Jahren auf meinem Blog, aber ich habe mir gedacht, das muss ich euch auch nochmal verfilmen, damit ihr mal seht, wie gut man diesen Kuchen auch machen kann. Und ich zeige euch direkt mal die Zutaten. Für den Teig benötigen wir 350 Gramm Mehl, 180 Gramm Milch, ich habe hier jetzt Mandelmilch, 30 Gramm frische Hefe, 60 Gramm Butter oder Margarine, 60 Gramm Zucker, ein Ei, eine Prise Salz und einen Teelöffel entweder abgeriebene Zitronenschale oder ihr nehmt Citroback. Als erstes lösen wir die Hefe auf. Dafür kommt dann Hefe, Zucker und die Milch in den Mixtopf. Dann einmal den Deckel aufsetzen. Und dann verrühren wir das Ganze 2 Minuten 37 Grad auf Stufe 1. Jetzt kommen auch schon die letzten Zutaten dazu, also die Butter, das Ei, Salz und Citroback und Mehl. Und falls euer Teig nach dem Kneten noch etwas kleben sollte, könnt ihr noch etwas mehr Mehl dazugeben, noch einmal kurz verkneten. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie groß euer Ei denn ist. Ja, jetzt setzen wir einmal den Deckel auf und kneten den Teig 3 Minuten auf der Teigstufe. Der Teig ist jetzt fertig, den habe ich zu einer Kugel geformt und in eine bemehlte Schüssel gelegt. Diese decke ich jetzt ab und dann darf der Teig für etwa 45 Minuten aufgehen. Für die Streusel benötigen wir 300 Gramm Mehl, 200 Gramm Zucker, 200 Gramm Butter oder Margarine und einen Teelöffel Zimt. Nun kommen alle Streuselzutaten in den Mixtopf. Dann einmal den Deckel aufsetzen. Und wir verrühren einmal alles 15 Sekunden auf Stufe 5. Die Streusel sind jetzt auch fertig und wir machen direkt weiter mit den Zwetschgen. Ich habe hier jetzt meine Zwetschgen gewaschen. Das ist jetzt so ein gutes Kilo, die wir auf jeden Fall für den Kuchen brauchen. Und die werden wir jetzt halbieren und entsteinen. Und ihr seht schon, ich habe mir hier Handschuhe angezogen. Und zwar würde ich das euch auf jeden Fall empfehlen, denn wenn man so viele Zwetschgen schält, bekommt man braune Finger und das ist wirklich nicht so schön. Und die Zwetschgen sind auch ganz frisch, die habe ich selber gepflückt. So, wir haben jetzt alle Komponenten zusammen. Der Hefeteig ist richtig schön aufgegangen, die halbierten Pflaumen und hier sind die Streusel. Ich habe hier jetzt ein etwas tieferes Backblech genommen, aber das hat die ganz normale Größe wie alle anderen Backbleche. Und da werde ich jetzt einmal den Hefeteig drauf verteilen und mit den Händen in Form bringen. So, den Teig habe ich jetzt hier verteilt, also ihr könnt auch einen Ausrollstab zu Hilfe nehmen. Ich habe jetzt wieder meinen Handschuh angezogen und werde jetzt einmal die Pflaumen verteilen und zwar mit der Schnittfläche nach oben.
Die Zwetschgen habe ich jetzt alle auf dem Hefeteig verteilt und oben drüber kommen jetzt noch die Streusel. Der Kuchen ist jetzt fertig und kommt nun in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Heißluft für etwa 30 Minuten. Und nun ist der leckere Zwetschgen-Dachi auch schon fertig. Und ich finde, er sieht richtig toll aus. Er ist richtig schön aufgegangen und auch mit den tollen Streuseln. Falls ihr übrigens keinen Zimt mögt, in den Streuseln einfach weglassen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ihr könnt den Zwetschgen-Dachi pur essen oder ihr könnt auch Vanilleeis dazu servieren oder ein bisschen Schlagsahne. Und obwohl es ein Hefeteig ist, schmeckt dieser Kuchen auch noch nach ein paar Tagen trotzdem noch richtig gut. Bewahrt ihn auf jeden Fall im Kühlschrank auf. Und ich liebe ja sowieso Kuchen aus dem Kühlschrank, wenn das so richtig schön kühl ist. Also das mag ich auch noch richtig gerne. Aber natürlich schmeckt er frisch auch super. Und gerade Hefeteig ist dann einfach noch schön locker. Und im Kühlschrank wird das alles dann ein bisschen fester. Aber das schmeckt trotzdem super. Ja, die Mengenangaben findet ihr auf dem Blog elegant-kochen.de. Und den Link setze ich euch unten auch gerne nochmal rein. Und wo wir ja hier auch von Hefeteig sprechen, möchte ich euch auch noch an mein Rezeptheft einfache Brotrezepte erinnern. Den Link setze ich euch unten auch noch mal in die Infobox. Dann könnt ihr da mal nachschauen. Und so habe ich ja das Rezeptheft geschrieben und da findet ihr 20 tolle und abwechslungsreiche Brotrezepte und die sind auch wirklich super einfach und ja, falls der eine oder andere das noch nicht mitbekommen hat, schaut einfach bei dem Link vorbei und dann erfahrt ihr mehr. Bis zur nächsten Woche. Tschüss!